Rosalie und Hamburg Kagwara. Ich esse Pannkuchen für mein Leben gern. Mit der Familie. An so einem Pannkuchen eben ist ein old Familientradition. Und die Geschichte, wo an See mit Ulm Jor uns Dialektexpertin ist. Das war Hamburger Platt. Ich finde Hamburger Platt cool und es ist lustig und es hört sich alles irgendwie friedlicher an. Und wenn man jemanden beschimpft oder so, hört sich das nicht so schlimm an. Und hier in Rosalies Heimat spricht man traditionell Platt. Am idyllischen Stadtrand von Hamburg, an der Grenze zu Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ich finde, hier ist es so schön, weil man ist so viel draußen und kann so viel draußen spielen. Und das ist in der Stadt nicht so möglich wie hier auf dem Land. Passend zum Norden lebt die Elfjährige mit ihrer Familie in diesem typisch schwedischen Landhaus. Zusammen mit Mama Janina, sie ist im Blumengroßhandel tätig. Papa Stefan, Tischlermeister. Und Bruder Aljoscha, 7 Jahre alt. Rosalie wird in der Großfamilie groß. Die Großeltern wohnen nebenan. Es gibt Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, noch und nöcher. Und dadurch, dass Rosalie ja den alltäglichen Kontakt zu ihren Großeltern hat, hat sie das immer gehört, dieses Plattdeutsche. Aber auch eine Plattschnackerin braucht mal Zeit für sich. Hier in ihrem Zimmer geht Rosalie einem ganz bestimmten Hobby nach. Hier ist mein Schreibtisch. Hier sitze ich den halben Tag lang und bastel und bastel und bastel. Und davon profitieren ihre Spielfiguren. In diesem Häuschen haben sie alles, was sie brauchen. Das ist die Küche, da haben wir die Stühle aus Eierpappe gebaut. Und hier ist das Wohnzimmer, bei der Couch kann man hier die Schubladen ausfahren. Und hier ist das Badezimmer. Stolz ist die Fünfklässlerin, aber vor allem auf das hier. Ich war in der Plattdeutsch AG. Und dann hat meine Lehrerin uns halt gefragt, ob wir beim Lesewettbewerb mitmachen wollen. Und da habe ich gewonnen. Und dann bin ich nach Finkenwerder gekommen. Und da habe ich auch gewonnen. Und dann war ich im Ohnsorg-Theater und da habe ich auch gewonnen. Kein Wunder bei so einem Platt. Amerika, yo, ich gerne Amerika. Mal kicken, vielleicht. War schon eine richtig coole Erfahrung. Doch die Hamburgerin beschäftigt sich nicht nur mit ihrem, sondern mit allen deutschen Dialekten. In Deutschland unterscheidet man zwischen Nieder-, Mittel- und Oberdeutschen Dialekten. Ein Dialekt ist die typische Sprechweise in einer Region. Im Norden sagt man zu Hallo Moin und im Süden Servus. Die beliebtesten Dialekte der Deutschen sind Bayerisch, gefolgt von Norddeutsch. Und Rosalie, die findet alles spannend und übt unter anderem mit typisch regionaler Musik für ihr Duell. Mit ihrer Oma schnackt Rosalie, na klar, auf Platt. Wie meine Großmutter, da gäf das immer so noms Pannkuchen. Und stell dir vor, was das wohl wie meine Mutter so noms immer gegeben hat. Pannkuchen. Richtig. Und weißt du, was bei uns zu Hus immer geben hat, Synoms? Pannkuchen. Richtig. Diese Familientradition wird natürlich fortgeführt. Egal welcher Dialekt, Rosalie weiß bestens Bescheid. Herr Jürgen, an deiner Stelle würde ich hier keine dicke Lippe riskieren. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.